zu einem neuen Video von uns. Wir sind gerade auf dem Weg nach Isla Morada. Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir befinden uns auf Florida mal wieder. Ist noch gar nicht so lange her, wo wir das letzte Mal hier waren. 6 Monate ungefähr, im Oktober, ne? Ja, Luis ist bei Oma und Opa. Meine Schwiegereltern, die wohnen hier. Und die passen jetzt auf den Luis auf. Und jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zeit für uns. Also in 3 Tagen sind wir wieder zu Hause. Das erste Mal, dass ich nach Key West fahre. Ich freue mich schon total. Also Key West ist ganz am Ende und Isla Morada ist so ein bisschen in der Mitte, glaube ich. Und da wartet jetzt ein wunderschönes Hotel auf uns. Also wir hoffen, dass es toll ist. Und genau, ich nehme euch jetzt einfach so ein bisschen mit. Wir haben auch schon Kaffee geholt und unser Frühstück. Ich habe es schon zusammengequetscht, weil die Portion vorher echt extrem hoch gebaut war und das kann man nicht essen. Ich blende euch mal ein Foto ein, wie es vorher aussah, aber es schmeckt sehr lecker. Oatmeals mit Früchten und Peanut Butter, also Erdbeeren und Banane. Lecker. Erste Mahlzeit für uns hier. Für uns zwei. Schmeckt voll lecker. Wir haben das gleiche. Die kleine Matsche hier. Wir haben auch wunderschönes Wetter, keine einzige Wolke. Angekommen! Und jetzt Registration hier. Unglaubliches Schiff, das Ding. Und yay, angekommen! 3 Stunden. Jetzt bin ich aber gespannt. Guck mal, du hättest auch hier fahren können. Oh, das sieht aber schon mal schön aus. Unser Badezimmer. Voll cool. Hi. Ganz schön. So, wir gehen jetzt zuerst zum Strand. Was essen. Und hier sind noch so ein paar Bauarbeiten, weil die alles natürlich durch den Hurricane von vor 6 Monaten noch ein bisschen aufbauen müssen. Aber es sieht, kann man sich schon schön vorstellen. Thank you. Auf Instagram haben wir schon ein paar gefragt, wie ich das mit dem Essen mache, ob ich da aufpasse. Also ich passe natürlich schon auf. Der Fisch ist zum Beispiel gut durch und so. Und Salat hätte ich eigentlich gerne bestellt, mache ich aber jetzt nicht, weil ich halt nicht weiß, ob die hier so krass darauf achten, weil ich das schon glaube. Aber ich gehe halt immer auf Nummer sicher. Was schmeckt? Lecker. Guten Morgen. Wir sind gerade hier am Frühstückstisch mit einem View. Das ist so schön. Ein Buffet ist hier. Lecker Omelette mit Bacon und ein bisschen griechischen Joghurt und Waffeln und Früchten. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen, Schatz? Also gestern Abend ist jetzt auch nicht mehr viel passiert, bis auf, dass wir zum Restaurant gelaufen sind und uns ein freilaufender Rottweiler entgegengekommen ist. Ey, ich habe mich so erschreckt. Wir sind nämlich über die Straße gelaufen. Wir haben jetzt nämlich nicht im Hotel gegessen, weil Alex gerne mal die Gegend erkunden wollte.
Dann sind wir aus dem Hotel raus und da kam uns direkt so ein Rottweiler entgegen, so ein Riesenviech. Ich habe mich so erschreckt, ich habe nämlich ein bisschen Angst vor großen Hunden, weil ich mal von einem Bernhardiner gebissen wurde, als ich noch kleiner war. Und seitdem habe ich voll Schiss. Und dann, was machen wir heute eigentlich? Rumliegen am Pool, am Strand. Scheiße, wo ist denn der? Wo ist der denn? Ja. Mal FaceTime mit der Familie. Also wir sind ja hier alleine, hab ich das schon gesagt? Nur Alex und ich, da hab ich gesagt. Wie war denn gestern Abend? Hallo mein Schatz. Hi. Na? Na Schatz? Wie geht's dir? Das natürlich, ja. Wir haben jetzt gerade mal hier am Supermarkt geparkt, weil wir eine Kleinigkeit essen wollten. Wir haben das gar nicht erwartet, weil das von außen so mini aussieht. Und es ist wirklich ein richtig krasser Supermarkt, irgendwie voll witzig. Immer mal einen kleinen Snack für den Strand. Hast du auch nicht erwartet, ne? Nee. Sollen wir sonst noch was mitnehmen? So ein riesen Supermarkt. Ich glaube, ich will noch ein bisschen Obst. Hier, lecker. Crackerzeugs. Oder Weingummis. Weingummis vielleicht. Guck mal, Dunkin' Donut. Mal auspacken, was wir so entdeckt haben. Also ich habe mir so einen Tomatenmix gekauft. Der Alex wollte ein paar Nüsse. Und ein Proteinshake, auch für den Muskelmann hier. Dann haben wir noch, ich hatte schon eine Orange gegessen, die war wirklich sehr lecker. Super saftig. Dann habe ich noch zwei Mini-Kiwis gekauft und einmal eine Nektarine, nee, ein Pfirsich, genau, ein Pfirsich. Das ist unser kleiner Platz hier. Wir waren auch zwischendurch einmal, wie heißt das, Anna Beach oder so, wollten wir mal gucken. Anna's Beach, ob der Strand da vielleicht ein bisschen besser ist, weil er an sich schon ziemlich kurz ist. Also wir sind anderes gewohnt in Naples, da ist der Strand wirklich sehr groß und wir haben einfach gedacht, dass es hier auch so ist, aber naja, ist trotzdem wunderschön hier. Und jetzt liegen wir wieder hier am Pool, am Strand vom Hotel, genau. Ja, wir haben jetzt erst 2:30, irgendwie vergeht die Zeit hier super langsam. Ich habe genug entspannt. Wir brauchen keine Entspannung mehr. Wir haben auch schon tolle Fotos gemacht. Yay. Eigentlich habe ich mein To-Do für heute fertig. Vielleicht gehen wir gleich noch ein bisschen was schwimmen, ne? Aber ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Eigentlich traumhaft schön. Sehr gutes Buch hier. Oh nee, Star Wars will kein Mensch sehen, Alex. Sehr gutes Buch. Ja? Ja, ist äußerst spannend. Äußerst spannend. Oh, Star Wars, Leute. Da hinten haben wir gefrühstückt heute Morgen. Da waren wir auch schon. Viele fragen mich auch auf Instagram, welche Sonnencreme ich verwende, weil ich eigentlich immer Sonnenallergie bekomme. Habe ich jetzt noch nicht bekommen, weil ich die Sonnencreme von La Roche-Posay benutze. Und die vertrage ich wirklich sehr, sehr gut. Und da passiert auch nichts. So ein bisschen, aber da hatte ich die andere Sonnencreme von Sunbum benutzt. Vielleicht nicht ganz so gelangweilt. Schön, Alex. There you go. Thank you. Super. What a shit. Möchtest du auch was haben? Hm? Kleine Möwe? Die guckt so süß und so lieb, da kann man gar nicht Nein sagen. Aber da kriegst du Bauchschmerzen von, wirklich. Da kriegst du Bauchschmerzen von. Tschüss. Gute Reise. Gute Reise, würde Luis jetzt sagen. Oh mein Gott, wie schön. Guck mal, der Himmel ist auch wieder ganz bunt. Ja, blau und gelb. Wie so ein Regenbogen.
Oben blau. Siehst du das denn nicht, Leute? Der Alex sieht das schon gar nicht. Blau. Die Schwangerschaftshormone. Gar nicht. Das ist so schön. Ich zeige euch das gleich einfach nochmal. Schreibt das mal in die Kommentare. Siehst du, die Leute werden das alles in die Kommentare schreiben. Die Leute werden sagen, der Himmel ist gelb-blau. Aber nicht hier. Hier ist der bunt, weil da ist es rot und dann ist... Oh, ist das schön. Oh mein Gott, das ist wie so eine Postkarte. So Leute, heute ist Abreisetag. Wir haben gestern die Kamera mal ein bisschen ausgelassen, beziehungsweise ich habe noch nicht mal Fotos gemacht und ich habe auch nicht gedreht, einfach um das hier Ganze nochmal zu genießen, was nicht heißt, dass ich das jetzt nicht genieße, wenn die Kamera an ist, aber ich wollte einfach mal gar nicht mehr darüber nachdenken, irgendwas aufzunehmen, deswegen habe ich das jetzt gestern mal ausgemacht. Wo bin ich denn hier? Könnt ihr mich sehen? Ist aber auch gestern nicht mehr viel passiert, außer dass Alex fast vom Hai gefressen worden wäre und vom Rochen gestochen. Der ist gestern da ins Wasser gegangen, hier auch auf dem Steg, weil man hier sehr schlecht ins Meer reinlaufen kann. Also wir erzählen euch gleich auch noch so ein bisschen hier von der Anlage und so. Und ist er da ins Wasser gegangen und die trifft die Leiter darunter. Und dann waren auch wieder diese ganzen Fische gebündelt hier vorne. Ich so, Alex, geh mal wieder aus. Kommt hier gleich ein Hai, dann kommt tatsächlich ein Hai. Wobei viele gesagt haben jetzt auch auf Instagram, dass der gar nicht gefährlich ist. Und der Inge hat ja auch gerade gesagt, dass es kein gefährlicher Hai ist. Aber diese Rochen und dieser Bermuda-Fisch. Also der Barracuda-Fisch, der ist gefährlich. Und deswegen sind die Fischis hier alle so gebündelt, damit die aussehen wie große Fische. Aber auf Kamera kann man das nicht fest sehen. Ich habe auch Angst, dass hier irgendwas ins Wasser fällt, ey. Wenn ich da jetzt ins Wasser fallen würde, das wäre für mich schocktot. Ich wäre sofort tot, wenn ich ins Wasser falle. Allein, weil ich mich so erschrecken würde. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor Fische. Ja, wie fanden wir das denn hier? Also die Anlage kann ich euch sehr empfehlen, ist wirklich sehr schön hier. Mal gucken, dass ich das Mikrofon nicht zuhalte. Allerdings kann man hier nicht mit Essen buchen. Das heißt, man muss das ganze Essen immer... Wo stelle ich mich denn jetzt hin? Man muss das Essen immer separat buchen oder bezahlen, besser gesagt. Also Frühstück haben wir zwar jetzt auch am Hotel, aber man muss es halt auch bezahlen. Und es ist ganz schön teuer für ein Frühstück. Wir haben jetzt immer Buffet genommen und da bist du schon so bei 70, 60, 70 Dollar fürs Frühstück. Ne? 60 Dollar fürs Frühstück ungefähr. Und abends sind wir halt immer essen gegangen. Wir haben immer richtig gut gefrühstückt. Genau, und dann hatten wir Mittagessen halt ausfallen lassen. Und abends haben wir dann nochmal gegessen. Das war alles sehr teuer hier vom Essen her. Unter 100 Dollar geht gar nichts hier. Und, aber war alles sehr lecker. Ich habe die letzten Tage nur Fisch gegessen. Alles andere kannst du ja auch nicht machen. Aber ist auch, wie soll man sagen, die Fische hatten ein schönes Leben. Die werden hier ganz frisch gefangen. Und deswegen war das auch für mich okay. Wobei ich schon, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten hatte, hier was zu essen. Ich habe mich nicht so wirklich getraut. Und ich esse gerne Salat. Aber Salat muss ja auch wirklich gut gewaschen sein, damit ich das ohne Probleme essen kann. An sich war es aber sehr lecker. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal keinen Fisch mehr essen, wenn wir nach Naples fahren wieder. Und die Anlage war wirklich sehr schön. Wir hatten ein tolles Zimmer und ist hier und da noch mal ein bisschen gebaut worden. Aber das hat uns jetzt auch nicht weiter gestört. Es war sehr entspannend. Nur der Strand ist halt, wie gesagt, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil er schon sehr hart ist. Also der Sand ist weiß, aber er ist sehr hart. Ja. Und man kann halt nicht so schön ins Wasser reingehen. Aber wie gesagt, ich bin eh nicht so der Typ, der gerne ins Meer reingeht, weil ich Angst vor Fische habe. Aber das Wasser ist teilweise relativ klar. Nur vorne war halt viel auch mit Algen. Und abends ist dann Ebbe, dann ist das ganze Wasser weg. Aber an sich ist es wirklich schön. Hier kann ich euch sehr empfehlen. Auch die Anlage, wo wir waren. Möchtest du noch was dazu sagen? Du Wasserschiff? Ach ja, gestern waren wir noch auf so einem Markt. Das war auch voll cool. Abends dann noch. Ne? Da habe ich eine Kette gekauft aus den 60ern. Komm, ich halte das mal für dich. Ja, cool.
ich bin schon fertig. Ach so. Lass die nicht rein. Ja. Und jetzt. Hast du schon die Pelikane gezeigt? Ja. Die habe ich schon gezeigt. Und jetzt geht's nach Hause zu Luis. Wir freuen uns schon. Wir vermissen ihn ganz doll. Morgen gehen wir dann ins Schwimmbad mit Rutschen und so und dann nehme ich euch auch nochmal mit. Okay, let's go. Jetzt müssen wir uns noch verabschieden hier von dem schönen Ort. Alles klar, mit deinem letzten Close-Up auf den Pelikan schließen wir das Video. Nein, ich schließe das Video gar nicht. Bis später. Guck mal, wer da ist. Sind wir endlich wieder zusammen, ne? Wir sind jetzt schon wieder anderthalb Tage zu Hause. Wir wollten gestern Alex. Wir wollten gestern, waren wir ja in dem Schwimmbad. Im Schwimmbad waren wir, aber da konnte ich die Kamera nicht mitnehmen, weil da zu viele Leute waren. Und dann kriege ich nachher Probleme mit den Leuten, die ich dann filme, vorher nicht gefragt habe. Oder mit dem... Gar nichts. Gar nichts. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe nämlich hier in Amerika wieder mein... Von It Cosmetics, das kriegt man ja leider in Deutschland, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich mir den hier wieder geholt. Das ist dieses Mal Bye Bye Under Eye, der sehr starke Concealer. Waterproof, Full Coverage, genau. Ich habe auch die CC Concealer, aber der ist nicht so stark wie der hier. Und der ist richtig gut. Also wenn ihr wisst, dass, wie man da irgendwie drankommt, dann könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das ist wirklich richtig gut. Ich habe die Farbe Medium, Light Medium. Und da braucht man wirklich nur ganz, ganz wenig. Und schon hat man hier wieder so ein bisschen aufgehellt, weil ich jetzt so in meiner Schwangerschaft irgendwie schon krasse Augenringe bekommen habe. Ist wahrscheinlich hormonell bedingt oder so. Auf jeden Fall kann das sehr gut abdecken. Und ich hatte auch auf Instagram die Frage bekommen, ob man das irgendwie abpudern muss. Aber ich nehme nie Puder unter den Augen, weil ich dadurch irgendwie immer trocken wirke und noch die Falten ein bisschen betone. Und brauche ich einfach nicht. Ich mag das, wenn das schön feucht ist hier unter den Augen. Schön frisch. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Ich glaube, da nehme ich die Kamera auch mit, wenn mein Akku mitmacht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich glaube, das wird aber ein Schwangerschaftsupdate. Es gibt so einiges zu erzählen von der kleinen Maus hier. Und dann, genau, bis nächste Woche Dienstag. Tschüss. Oder auf Instagram. Da könnt ihr natürlich alles immer up to date sofort sehen und auch so ein bisschen mehr mich verfolgen oder uns besser gesagt. Okay, bis nächstes Mal. Ciao.